Weil frischer Wind Bayreuth gut tut, weil ich glaube, dass man auch mit 64 neue Dynamik in den Rathaus bringen kann und vor allem den Streit schlichten im Rathaus, die verfahrenen Positionen wieder ausgleichen, neu anfangen, auf Reset drücken und dafür stehe ich. Die Oberbürgermeisterin, weil es mit der am meisten zu besprechen gibt. Ich denke, da ist viel aufzuarbeiten, viel zu verändern und das würde ich sehr gerne mit ihr besprechen. Ja, das Friedrichsforum. Ich würde nicht so weit gehen, dass es sozusagen das Berlin Nummer zwei ist. Nein, es ist tatsächlich ein großes Problem, dass so viele Schulden da entstehen. Es ist ein Problem vor allem, dass die Transparenz nicht da ist, warum sie entstehen, dass immer wieder nachgelegt werden muss. Und es ist bedauerlich, dass noch immer kein Konzept auf dem Markt ist, mit welchem Personal man was machen will. Ich möchte erreichen, dass Bayreuth, das Rathaus Bayreuth, zum Ort der Transparenz wird. Ich möchte erreichen, dass die Bürger viel, viel stärker einbezogen werden in die Politik, in das lokale Geschehen. Und ich möchte erreichen, dass das Ehrenamt wertgeschätzt wird. Natürlich müssen wir auch die Klimawende schaffen, die Mobilität verändern. Viel zu tun für die nächsten 6 Jahre. Schwierig, da eine Reihenfolge festzulegen, aber in jedem Fall investieren. Gerade in schwieriger werdenden Zeiten muss die Stadt Investitionen wagen, muss Anreize schaffen und muss etwas bewegen. Schuldenabbau, ja, verantwortlich umgehen mit dem Geld, sowieso. In 6 Jahren haben wir ein Klimaschutzkonzept nicht nur angelegt, sondern angefangen umzusetzen. In 6 Jahren haben wir mehrere hundert Wohnungen, die es braucht, um der Wohnungsmisere entgegenzuwirken. Wir werden arbeiten daran, dass das Klimakonzept umgesetzt wird. Das wird nicht so schnell gehen. Und wir werden gucken, dass wir die Bürger viel, viel stärker im Boot haben. Und das werden wir schaffen.